Heute bin ich hier mit zwei Top-Secret-Locations, die jeden den Schauer über Nacken laufen lassen. Jahre werden abstehen, ist das eklig. Und zwar sind das richtig gruselige Locations zum einen, die zweite, ja, die müsst ihr euch wirklich erschrecken. Wer bei der ersten gleich richtig Panik schiebt, der tut mir echt leid, der ist kein wahrer Zuschauer. Und zwar sehen wir hier schon irgendwelche Gemälde, haben hier welche mit ihren Sprühflaschen, versteht sich. Irgendwas angespritzt? Turn back steht da. Okay, jetzt drehen wir uns mal um und das würdet ihr nicht glauben, was jetzt passiert, das ist unglaublich. Okay, das war wirklich ein bisschen gemein. Tut mir leid, echt passiert da überhaupt nicht. Turn back. Man denkt aber wirklich, dass da im ersten Moment irgendwas passiert, ob das so ein Easter Egg von Rockstar Games ist, ob da wirklich irgendwas kommt, wenn man sich jetzt umdreht. Aber nein, es passiert da nichts. Ihr seht, ich werde beschützt von einem Mann, der mir irgendwie eine Schrotflinte ans Gesicht hängt. Ja, jedenfalls nutzen wir die Gunst der Stunde oder eher der Sekunde, dass ihr jetzt ganz wach seid durch diesen kleinen Schock. Und zwar wollte ich mich bei 20.000 Abonnenten bedanken und natürlich müsst ihr mich nicht fragen, ob ein Abonnenten-Special kommt. Es kommt auf alle Fälle eins. Wir haben das schon fertig aufgenommen. Ich muss das ein bisschen schneiden, weil es wird ein Musikvideo. Das wird atemberaubend, Leute. Ich sag's euch. Hier befindet sich jedenfalls die erste Location. Und die zweite Location ist richtig, richtig lustig. Und auch ein bisschen gruselig. Das muss man ja zugeben. Und zwar ist hier erstmal ein Stromkasten. Das ist das Lustige an dieser Location. Man kann da einfach gegenrennen und man kriegt da halt so einen Stromschlag. Man vibriert so ein bisschen, man zittert so hin und her. Und der Typ hat sich gerade an mich angelehnt. Und irgendwie auch ziemlich lustig, wenn ihr da mit mehreren seid. Das kommt übrigens auch im Musikvideo vor. Hier diese Location. Das ist auf alle Fälle richtig cool, wenn man da mit mehreren gleichzeitig gegenspringt. Müsst ihr mal testen und wie lange ihr danach zittert. Aber was viel lustiger ist, ist dieses Fenster. Und zwar kommen da auch Schreie aus diesem Haus raus. Richtig komisch, so Mädchenschreie oder so. Und wenn man jetzt hier mit der Waffe so guckt, sieht man leider nichts. So ein bisschen sieht man da unter dieser Gardine etwas. Aber gleich gucke ich mal mit der Sniper durch. Und da sind links, auf alle Fälle ist links ein Gesicht zu sehen. Und in der Mitte ist so was Verschwommenes. Rechts ist auch ein Gesicht zu erkennen mit viel Fantasie. Aber ganz links auf alle Fälle seht ihr gerade, dass da so ein schräg der Kopf eines Wesens schräg ist. Da seht ihr die Nase links und in der Mitte könnte auch ein Gesicht sein und rechts ist alles etwas verschwommener, aber links ist ganz klar ein Gesicht. Das ist auf alle Fälle ein richtig lustiges Easter Egg von Rockstar Games und wenn man gleich mal auf die andere Seite geht, da ist das Dach so eingestürzt, weil es so ein bisschen kaputt ist. Das Haus, da seht ihr es ja, ist ein Loch im Dach, aber da kann man leider nicht bis ganz nach unten durchgucken. Da sieht man direkt den Boden. Das scheint hier der Dachboden zu sein und im Erdgeschoss kann man nur durch diese Gardine durchgucken, sonst ist alles zu. Also ein kaputtes Haus, ob da vielleicht der Mörder durchgelaufen ist, das weiß man nicht. Auf alle Fälle hört man da Schreie. Also es ist auf alle Fälle ein gruseliges und lustiges Easter Egg von Rockstar Games zugleich. Und diese Location müsst ihr auf alle Fälle mal abchecken. Hier seht ihr sie jetzt mal auf der Karte eingeblendet. Leider sind wir da nicht gerade direkt auf dem Punkt, weil ich vergessen habe, die Karte mit aufzunehmen beim ersten Mal. Deshalb liefere ich es hier nach. Und das war es aber auch schon von den zwei Top Secret Locations. Es folgt wieder eine längere Folge noch in dieser Woche. Und darauf könnt ihr euch auf alle Fälle freuen, Leute. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann müsst ihr unbedingt diesen Kanal abonnieren. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich viel mehr über eine positive Bewertung freuen. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Jan.